Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil da oben jetzt steht, wir sind auf ewig dankbar, Space Rangers versammelt euch. Du hast alle Aliens gefunden, Buzz hat eine Belohnung für dich und eine letzte Bitte. Okay. Wo ist denn Buzz? Er steht gerade hier unten. Ich würde sagen, dann gehen wir da mal kurz hin. Vielleicht können wir das schnell abhandeln. Ich befürchte allerdings das Schlimmste. Gameplayerin, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Ich fürchte, den Außerirdischen ist ihre Heimat im Greifautomaten zu eng geworden. Könntest du ihnen vielleicht irgendwo im Tal einen eigenen Außenposten errichten? Einen Außenposten im Tal? Du meinst, ich soll ihn für sie dekorieren? Genau. Ich würde dir ja Tipps geben, aber ich glaube, das kannst du besser als ich, Gameplayerin. Ein eigener Platz im Dorf für die Außerirdischen. Vielleicht gestalte ich ihn am besten schick und retro, gemütlich und lustig, schräg und ein wenig abgefahren. Ja, das würde ich sagen, sind ja Außerirdische. Du wirst dir sicher etwas Passendes einfallen lassen. Du hast einfach Stil, meine Liebe. Warum nimmst du nicht eins dieser kleinen Kerlchen mit? Aha. Falls du etwas brauchst, kannst du es sicher bei Dagobert Duck bestellen. Er ist der Händler hier im Dorf. Nee, echt? Noch nie von dem Kerl gehört. Neues Möbel stand das da wirklich gerade? Neues Möbelstück wahrscheinlich freigeschaltet. Platziere für Spiel. Ach nein. Ich hasse sowas. Moment. Im Dorf. Aber im Dorf meine ich nicht den Hauptplatz mit, sondern generell hier, ne? So wie ich das verstehe. Weil. Im Wald der Tapferkeit oder in den eisigen Höhlen haben wir noch viel Platz. Ich muss mal eben schauen. Es sei denn natürlich, dass wir wieder jede Menge Kram hier rumstehen haben. Das weiß ich jetzt nicht. Also erstmal 10-mal verspielte Möbel. Ich glaube, so viel Platz haben wir jetzt hier auch nicht, ne? Ja, es ist halt überall relativ zugeballert. Wobei hier oben anscheinend doch noch extremer. Ich würde sagen, im Wald haben wir vielleicht die Chance, noch ein bisschen was reinzustellen. Was habe ich jetzt gesagt? Verspielte Möbel? Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Nein, ich muss noch mal kurz raus. Verspielte Möbel, genau. Ich stehe schon wieder im Falschen drin. So. Ach so. Verspielt. Steht auch schon direkt hier drin. Ja, das ist doch wunderbar. Moment, dann haben wir das. Und Teppich legen wir mal einfach so mitten in den verregneten Wald rein. Moment, das ist 3. 4. 5. 6. 7. 8. Na komm schon. 9. 10. So. Dann habe ich jetzt nur vergessen, wie viel wir jetzt von den Einzelnen brauchen. Moment, jetzt machen wir das doch mal kurz so, dass ich hier unten hinreise. Weil da muss ich hier nicht jedes Mal neu, ne? Hin und her schwenken. Das ist doch ein bisschen nervig. So, platziere die roten Möbel. 3 Stück. Das sind wahrscheinlich die hier. Machen wir mal 3 kleine rote Möbel. Zack und zack. Und wie viel haben wir noch? Einmal lila Möbel. Wahrscheinlich schon mit irgendwas hingestellt zu haben, keine Ahnung. Einmal lila und 4 Spielzeug-Aliens. Einmal lila und 4 Spielzeug-Aliens. Moment. Einmal lila. So. Und. Oh, komm her. Das sind immer nur 3 Spielzeug-Aliens. Achso, die muss ich. Oh, okay. Ich muss die 3 Spielzeug-Aliens 4-mal platzieren. Okay. So. Mache ein Foto der Alien-Heimat. Oh ja, super.
Muss ich da alles drauf haben? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich versuche es mal. Ja, wie war das mit Tee, ne? Und dann so ein bisschen. Zack. Ja, ich speichere doch immer gerne bescheuerte Fotos. Berichte Bass. Jetzt ist die Frage, ob ich das jetzt schon wegmachen kann. Ich lasse es jetzt erstmal noch stehen. Wo ist. Nee, das ist eher. Hier. Da hinten läuft er rum mit dem Häkchen. Das Handy sollte ich mal wegtun hier, sonst kommen wieder alle auf mich zugestürmt. Ah, ich will ein Selfie mit dir machen. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Ja, du sollst dich nicht da. Hallo? Sollst dich nicht da hinsetzen? Du sollst mit dem reden. So. Das ist ein sehr gelungener Außenposten-Gameplayerin. Ich wette, unsere kleinen grünen Freunde werden sich dort pudelwohl fühlen. So bekommen sie gar nicht erst Lust, wieder wegzulaufen. Während du mit der Heimat für Außerirdische beschäftigt warst, habe ich mich mal umgehört. Merlin meinte, dass du diese Sachen hier gebrauchen könntest. Gute Arbeit, Space Ranger. Du hast eine weitere Mission stilvoll abgeschlossen. Okay. Langsam kriege ich Angst. Faszinierend. Okay. Dann haben wir den Kram endlich. Oh, sag mir bitte, dass ich nichts mehr machen muss. Wieso hat er mir eigentlich zwei Packungen gegeben und ich habe nur eine? Fünfmal rote Algen, fünfmal Onyx, zehnmal getrocknetes Holz, zehnmal fruchtbare Erde. Das nehme ich doch gerne an. Ich meine, ja, war jetzt ein bisschen doof. Jetzt habe ich das natürlich geöffnet und direkt hier drin. Aber gut, ne? Nee, ich wollte da nicht gucken. Ich wollte gucken, wo die ist. Die ist irgendwo hier. Da ist sie doch. Dann fangen wir mal mit ihr an. Süßes kleines Kind, hier bin ich. Ich bin das süße kleine Kind. Ich bin aber größer als du. Hey, Gameplayerin, wenn ich so darüber nachdenke, dein Tal ist total toll. Aber vielleicht fehlt etwas. Hast du kurz Zeit? Für dich immer doch. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ihr so viel Platz habt und so viele tolle Sachen, aber kein Süßigkeiten-Biom. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Gibt es einen Strand? Hast du den Strand gesehen? Das ist eine süße Idee. Klingt allerdings auch sehr klebrig. Bin ich froh, dass du dem zustimmst. Wenn ich bleibe, müssen wir hier ein paar süßigkeitsbezogene Änderungen vornehmen. Ich mag zwar keine Rennfahrerin im Sugar Rush mehr sein, aber Süßigkeiten werde ich immer lieben. Das Wichtigste zuerst, Landschaftsgestaltung. Nimm diese Zuckerstangensamen. Oha. Ich habe jetzt so eine Vermutung. Die sehen aus wie normale Süßigkeiten. Das sind Süßigkeiten. Gewissermaßen. Besondere als Bäume wachsende Süßigkeiten. Du wirst schon sehen. Pflanze sie, lass sie keimen und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, ein paar Sachen zu finden, die wir zum Dekorieren verwenden können. Bis bald! Das heißt, ich kann die Aufgabe jetzt nicht in dieser Folge abschließen, oder? Zumindest klingt das so. So, hier bei den ganzen Kram habe ich ja auch ihr Haus hingestellt, meine ich, ne? Ja, genau. Dann würde ich natürlich sagen, dass wir dann auch direkt bei ihrem Haus die Süßigkeiten hinstellen. Ich will nochmal eben schauen. Die Bäume vielleicht mal so ein bisschen zur Seite stellen hier. Wieso konnte ich das jetzt da nicht machen? Den auch noch da. So. Okay, dann muss ich wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, 10-mal was ausbuddeln und die dann einpflanzen. Ja, genau. Okay, wird auch alles schön. Eigentlich können wir das ja auch so daneben machen, oder? 4, 5, komm schon, 6. 7, 8, 9 und 10. So. Dann pflanzen wir die ja alle hin. Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich darauf warten müssen, dass die jetzt erstmal rauskommen. Was für mich jetzt natürlich doppelt blöd ist. Hier ist doch gerade irgendwas. War hier nicht gerade irgendwas? Ich habe irgendwas gehört.
Was für mich natürlich jetzt doppelt blöd ist, weil ich eigentlich das Ganze in einer Folge machen wollte. Gieße die Zuckersprossen und ernte sie danach. Naja, gut, die werden ja eigentlich schon gegossen. Ich kann sie auch nicht mehr gießen. Oh, Moment, den einen kann ich schon... Oh, sag bloß, das geht so schnell. Nee, oder? Da kann ich ja schon fast hier stehen bleiben, mit euch reden und in der Zwischenzeit kommen die dann direkt raus. Ja, das wäre ja mal geil. Samen. Zuckerstangenspross. Aus der Süßigkeit ist eine kleine Pflanze entstanden. Das muss Magie sein. Und der nächste. Oh, ist das geil. Ist das geil. Das ist jetzt wirklich... Da muss ich jetzt ausnahmsweise mal sagen, das hat Disney wirklich sehr, sehr gut gemacht. Weil wir nämlich jetzt hier nicht Ewigkeiten warten müssen. Sondern, weil wir das Ganze jetzt... ja gut, das war jetzt ein bisschen blöd, dass ich das daneben... Ich dachte jetzt zuerst mal, musste was machen, so wie so ein Baum oder sowas. Okay, perfekt. Und ich brauche noch nicht mal zu cutten. Das ist ja doppelt perfekt hier. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dahin porten wollte, indem ich auf Olaf klicke, aber... Egal. Da ist sie. Oh, du willst doch unbedingt mit mir reden. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte dir nur Zuckerstangen geben erstmal. Danke für deinen Besuch. Hey, diese Zuckerstangen-Schößlinge sehen toll aus. Okay, geh etwas zurück. Ich habe diesen Trick damals in Sugar Rush gelernt. Tada! Jetzt kannst du Zuckerstangenbäume um mein Haus herum dekorieren. Ja, das war meine Absicht. Ich habe auch ein paar extra süße Sachen für dich. Nimm auch diese riesigen Lollis und diesen Straßenbelag mit Zuckerplätzchen. Wir sollten mindestens die Hälfte der Dekoration um mein Haus herum anbringen. Oh, und baue eine Rennstrecke. Oh mein Gott, was denn noch alles? Aber es ist schon cool. Die Frage ist jetzt nur, mache ich das jetzt oben? Bei den Kürbissen, dass ich die doch noch woanders hinstelle oder lasse ich das jetzt da? Na los! Sieh zu, dass du verschwindest! Ja, du mich auch. Ich denke aber mal, dass ich die im Wald lassen werde. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Platz ich dafür brauche. Ja, die stehen jetzt auch noch hier. Moment, ich muss die mal wieder wegnehmen. Zumindest ein Teil davon, weil das doch jedes Mal, wenn ich da nach links rüber laufe, weiß ich zwar, in welche Richtung ich laufen muss, aber dann laufe ich die Sachen immer fast um. Ich hoffe, das stört jetzt erstmal nicht. Also Straßenbelag mit luxuriösen Plätzchen. Jetzt habe ich hier natürlich schon den anderen Straßenbelag. 50 soll ich machen. Ach du Scheiße. Riesige Lollis. Ist jetzt die Frage, ist das alles hier drunter? Ja, das ist alles hier drunter. 5 riesige Lollis soll ich hier hinstellen. Dann machen wir die mal so. Und so. Und ansonsten so ein bisschen dekorationsmäßig drumherum. So. Und dann hier so ein bisschen, damit man weiß, da ist es. Lolli als Riesenblumen. Moment, jetzt ist die Frage, muss ich das alles jetzt hier... Zuckerstangen, also 5 Zuckerstangenbäume und dann 50 Belege. 5 Zuckerstangenbäume. Gerade roter, gerade lila, krummer. Oh, die nehmen aber sehr viel Platz weg hier. Gerade lila. Vielleicht werfen die auch irgendwas ab. Das wäre natürlich cool. Das war, glaube ich, ein Krummer oder so, ne? Stimmen wir mal hier so ab. Dann haben wir noch einen geraden roten. Den können wir da hinstellen. Und wir müssten noch einen 5. hinstellen. Ja, stellen wir mal hier hin. So. Und dann brauche ich 50 von denen. Jetzt ist allerdings das Problem. Ja, das dachte ich mir schon, weil ich möchte die dann natürlich hier hinstellen. Aber das ist doof, dass man das alles nur einzeln machen kann. Alle entfernen. Mittlere Taste. Oh. Ups. Vielleicht sollte ich rechts und links mal demnächst... Moment, das können wir natürlich mal kurz machen. Wenn wir... Nein, nein! Hat er jetzt... Hat er nicht, oder? So, Moment, so.
Da kann ich dann alle entfernen. Ja, genau. Wenn wir das nämlich so cutten, dann nimmt er nicht tatsächlich alle, so wie das jetzt dummerweise hier passiert ist, sondern nur ein Teil davon. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Wir machen das so. Und so. Dann haben wir schon mal 78. Und so. Würde ich aber fast sagen. Obwohl, wenn man das jetzt so gerade runter machen würde, ist. Wie war das denn vorher? Ist das hier so runter gewesen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hier geht das eigentlich mehr rüber, ne? Also im Endeffekt da, wo jetzt dieser Baum ist. Mach den mal so ein bisschen hier hin. So, dann haben wir. Zehn. Wahrscheinlich ist das zu weit, aber egal. So, es müsste jetzt eigentlich. Oder haben wir jetzt zwei zu wenig wahrscheinlich, oder? Naja, okay, wir haben zwei zu wenig. Ne, dann müssen wir nochmal kurz nachlegen. Machen wir hier an der Seite einfach nochmal zwei hin. So und so. Zack. So. Jetzt ist es wunderbar. Abgesehen jetzt mal von dem Fleckchen. Und schon haben wir das Ganze erledigt. Ist auch wieder das Wetter hier toll. Ich meine, gut, wir haben jetzt 3 Wochen Dauerregen gehabt, ne? Da ist es klar, dass es hier auch irgendwie dauerregnet. Aber es sieht schon sehr cool aus, so finde ich. Die hat sowieso diese Lollis da drin und dann diese. Doch, muss ich sagen, ich bin doch sehr positiv angetan. Man kann das bestimmt noch viel besser machen, aber das will ich jetzt nicht auf die Schnelle mal eben so machen. Sie sitzt immer noch hier, beziehungsweise steht immer noch hier. Oh, du willst doch unbedingt mit mir reden. Nee, ich will dir nur sagen, was wir gemacht haben. Gute Arbeit mit diesen Dekorationen. Sie haben den alten Sleeplight Valley wirklich Leben eingehaucht. Das war ein Scherz. Alles sieht großartig aus. Es fehlt nur noch eine Sache. Mehr Süßigkeiten. Aber klar doch. Und das ist eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Plan der Großartigkeit. Ich möchte einen Nachbau meines Karts aus Sugar Rush bauen. Mein Kumpel Ralf und ich haben mein erstes Kart zusammengebaut. Also dachte ich, wir könnten auch eins bauen. Sieh es einfach als eine Art Freundschaftsbildung. Aber da wir keine Kartbäckerei haben, wird es eine Weile dauern. Also sollten wir sofort mit dem Backen der Teile beginnen. Nimm diesen speziellen Sirup von Sugar Rush. Es ist Zeit, Backe ein Kart zu spielen. Das macht mir ein wenig Angst. Ja. Du musst die anderen Zutaten finden und zu einer Kochstation gehen. Ich habe es nachgeschlagen. Man braucht Weizen, Zuckerrohr, Milch, Eier und Butter. Während du das tust, werde ich in einer mystischen Grotte stöbern und sehen, ob es da unten etwas Cooles gibt. Bring mir die Kartteile, wenn du mit dem Kochen fertig bist, okay? Dankeschön! Backe die Teile des Karts. Sie hat mir jetzt aber keine Anleitung gegeben. Rat von... Die geheime Zutat. Geheime Zutat vom Heck. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt da drin steht. Ich gehe jetzt mal eben hier rein. Könnte jetzt auch bei mir reingehen, aber es ist ja im Endeffekt egal. Vielleicht kann Remi mir ja ein bisschen helfen. So, es ist die Frage. Rezepte. Ah, okay. Heck des Zuckerkarts. Automatisches Auffüllen. Okay, verstehe. Sehr schön. Ich dachte, das wäre jetzt komplizierter. Aber so ist es so super. Okay, dann haben wir... Rad des Zuckerkarts. Oh, ich dachte gerade, wir brauchen 32 Eier nicht. Ich habe mich verguckt. Das ist nur, wie viele Eier ich da habe. Also sprich, im Inventar habe. Oh. Ich habe gerade schon einen Schock bekommen. Aber sollten wir nicht eigentlich 4 Räder backen?
nur so eine Idee. Rad und Sitz des Zuckerkarts. Aber anscheinend soll man da wirklich 4 von machen. Weil das noch nicht weggegangen ist. Ich gucke aber zur Sicherheit nochmal kurz nach. Ja, scheint ein toller Sitz zu sein. Könnte vielleicht ein bisschen klebrig sein, aber man weiß es ja nicht. Ja, ja, wir sollen 4 Räder machen insgesamt. Wusste ich es doch. Okay, dann... Wie war das jetzt nochmal? Automatisches Auffüllen? Konnte man nicht irgendwo einstellen, dass man das 3-mal haben wollte? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hatte ich das nicht zuletzt? Nee, ich hatte den Verlauf, glaube ich. Nur gefunden, oder? Also den Verlauf habe ich auf jeden Fall gefunden. Das weiß ich hundertprozentig. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt noch was anderes gefunden habe. Ansonsten wäre es natürlich toll, liebes Disney, wenn ihr endlich mal was einführen solltet. Nicht nur die Sprint-Taste, die man unbedingt haben sollte, sondern auch, dass man hier direkt eingeben kann, wie viel, oder jetzt hier irgendwie daneben oder so, wie viel man davon haben möchte. Oder anders gesagt, wie oft man das kochen möchte. Weil ich meine, es gibt keine Möglichkeit, das direkt einzuschalten. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn es doch anders ist. Aber ich meine, das hat mich schon mal so ein bisschen genervt, dass man das nicht rein einstellen kann. Oh, jetzt ist sie da oben im Wald. Das Problem ist, sie läuft jetzt schon wieder hin und her, bevor sie mir jetzt hier den Weg läuft, wegläuft. Da ist sie. Na, bleib stehen, bleib stehen. So, bitteschön. So. Hallo! Das muss ich dir lassen. Du bäckst eine anständige Kartkonstruktion, meine Freundin. Jetzt brauchen wir nur noch Muttern und Bolzen. Buttern und Muttern? Der war gut. Ich meine Elektronikbauteile. Da dies keine Süßigkeiten angetriebene Welt ist, brauchen wir echte Elektronik und etwas, womit wir es starten können. Ich wette, Wolli verfügt über eine Energiequelle und Elektroschrott, die wir verwenden können. Schau einfach mal bei ihm vorbei und schnapp dir was. Und keine Sorge, er bockt mir seine Sachen ständig aus. Wir brauchen auch etwas zum Kleben. Frag vielleicht einen Dorfbewohner, der sich gut mit Gebäck auskennt. Bring mir dann alles, wenn du eine Energiequelle, Elektronikbauteile und etwas zum Kleben hast. In der Zwischenzeit werde ich nachsehen, ob Ursula etwas Mysteriöses in der Höhle, in der sie gefangen war, zurückgelassen hat. Tschüss! Okay. Der ist noch da. Achso, da kann ich ja nicht direkt hinreisen. Muss ich was anders machen? So, sehr schön, dass sich das Wetter jetzt wieder gegeben hat. Wolli. Ich suche gerade dein Haus, was ich selbst dir hingestellt habe. So. Achso, ich brauche gar nicht sein Haus. Ich müsste ihn eigentlich suchen, ich Idiot. Okay. Achso, da ist was. Moment, hier. Das heben wir mal auf. Elektronische Bauteile. 3 Stück brauchen wir. Also mit anderen Worten, ich hätte ihn doch nicht gebraucht, sondern nur sein Haus einfach durchstöbern müssen. Da hinten liegt doch auch noch was. Wieso komme ich jetzt hier schon wieder nicht durch? So. 3 und 2. Okay, perfekt. Dann, wo sind wir jetzt? Hier unten. Wieso hast du jetzt schon Hallo, wieder eine Kumpel. Neue... Wie wär's mit einem Plausch? Wieso hat der jetzt schon wieder eine neue Quest für mich? Ich war so darauf eingestellt, dass wir jetzt nur noch Vanellope, meine ich heißt sie, durchmachen und die Hexe, die gute Fee durchmachen. Achso, ich habe gar nicht geguckt. Moment, achso, jetzt kann ich nicht mehr gucken, na toll. Der ist auch gar nicht hier, ne? War der bei sich zu Hause? Ich habe den auf jeden Fall eben noch hier gesehen. Ja, er ist bei sich zu Hause. Okay. Hallöchen. Nein, nein, nein. Oh. Man kann es aber auch nicht abbrechen. Es ist so nervig. Ich kenne das ja noch von Dagobert. Kannst du vielleicht mal mit mir reden? Hallo. Perfekt.
Remi, ich helfe Vanellope dabei, einen Nachbau ihres Rennkarts zu backen. Ich brauche deine Hilfe. Für Vanellope? Aber sicher, die Kleine ist die süßeste Naschkatze, die ich je gesehen habe. Im Ernst, sie ist beeindruckend. Und sie ist bezaubernd. Ja, das ist sie. Und enthusiastisch. Meine Freundin Colette würde sagen, sie hat wahre Joie de vivre. Du hast gesagt, du hilfst dir, ein Kart zu backen? Du meinst aus Teig? Ja, ich brauche etwas, mit dem wir die Teile des Gebäcks zusammenkleben können. Oh. Ich habe da genau das Richtige. Oh. Ich habe eine Croquem Bouche gebacken und ein neues Rezept für Zuckerguss ausprobiert. Aber mein Bruder Emilia hat etwas davon gegessen und es hat ihm den Mund verklebt. Hast du einen Superkleber aus Zucker erfunden? Nein, nein, es ist kein Kleber. Es ist definitiv Zuckerguss, nur nicht essbar. Wir mussten Emiles Käfer mit alten Grisini öffnen. Keine Sorge, es ist nicht giftig, nur intensiv. Hier, das sollte bei Vanellope's Kart funktionieren. Denk daran, dass sie es nicht essen darf. Ja, ja, gib mir aber Superkleber, ne? Ist klar. Tja. Wo ist sie denn schon wieder? Im Wald der Tapferkeit. Und wieso habe ich im Wald der Tapferkeit... Wieso habe ich nirgendwo mehr Punkte, mit denen ich schnell reisen kann? Hä? Über die Übersicht kann ich schnell reisen? Aber meine ganzen Brunnen sind weg. Ja. Ich sag da mal nichts so. Wir geben ihr das mal. Das hatte ich auch noch nie gehört. Sei gegrüßt, oh Freund. Yippie! Diese Teile sind genau das, was wir brauchen. Jetzt bin ich dran. Es wird eine Weile dauern, bis ich es gebaut habe. Aber wenn das Kart fertig ist, gehört es dir. In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel Spaß in deinem neuen Süßigkeiten-Biom. Yeah. Ach, das Tal fühlt sich jetzt wirklich wie Heimat an. Danke, Gameplayerin. Ja, das war es dann wohl auch. Ich stelle mich mal so rum hin, damit wir jetzt nicht irgendwelche lästigen Bäume mitten im Weg haben. Das ist doch die perfekte Zeit, weil wir nicht zu lang und nicht zu kurz waren, um sich zu verabschieden. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert davon, weil ich habe oben wieder diesen komischen glitzernden Balken und weiß immer noch nicht, was das eigentlich sein soll. Aber das ist eigentlich mein Energiebalken, nur dass der jetzt momentan am Glitzern ist. Warum auch immer. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht gecheckt, woran das eigentlich liegt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, warum der die meiste Zeit nicht am Leuchten ist und manchmal eben schon. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her. Es kann sein, ich hoffe es zumindest, dass wir bis zur nächsten Folge noch die guten... Nein, wir können sie nicht leveln, weil sie nämlich gerade am Schlafen ist. Natürlich, bei meinem Glück funktioniert das nicht. Das heißt, dass wir wahrscheinlich dann mit Goofy weitermachen müssen, weil er hat ja auch noch eine Quest für uns, auch wenn die jetzt nicht in der Übersicht steht, warum auch immer. Dann würde ich mich für die nächste Quest mal zu Goofy begeben und mal nachhören, was er denn von uns möchte. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.